So, weiter geht es mit der Schloss Neuschwanstein. Ihr seht ja schon, hier habe ich vorbereitet ein bisschen. Wir machen jetzt die Turmspitzen außen. Und wir fangen an, indem wir, wie ich schon sagte, ich nehme grünes Dach, Prisma-Dach nehme ich. Das dunkle Prisma, die Prisma-Treppe und dunklen Prisma-Stein benötigen wir. So, jetzt gehen wir jetzt mehr an den Seiten. So müsste das ja aussehen, wo wir das jetzt letztens gebaut haben. Jetzt nehmen wir einmal unseren Sandstein und machen hier außen zwei hin und nochmal zwei drüber, dass wir hier vier Stück haben. Genau so sah das ja aus, dieser Streifen, dann nochmal hier 1, 2, 1, 2, also fertig. Auf der anderen Seite habe ich das auch schon gemacht, dann sieht das so aus. So, dann nehmt ihr euch einmal die Prismatreppe und da, wo dieser Stein ist, da macht ihr jetzt einmal die Treppe hin und dann geht die Treppe immer weiter hoch. Das heißt, das wird weggeschlagen, immer die Treppe so Stückchen für Stückchen, so nach oben, zack, 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 zack. Schlägt ihr das immer wieder weg, dass wir zu viel haben, sodass wir immer Stufe für Stufe nach oben gehen, dass wir hier dann auf die Mitte kommen. Zack. Und auf der Seite habe ich das ja schon vorbereitet. Dann sieht das so aus. Dann haben wir in der Mitte, machen wir dann einmal einen Stein hin. Den machen wir dann ja, in dieser Höhe. Zack. Warte mal, ganz durcheinander gekommen. So, so sieht das aus. Da müssen wir das dann natürlich hier auch haben wir das ja so lang gemacht, das müssen wir ein bisschen verkürzen. Da müssen wir jetzt hier auf der Seite, wie ich schon sagte, wir haben von der Seite haben wir jetzt die Treppe, bis dahin, von da die Treppe, dann sieht das so aus. So, jetzt müssen wir hier oben, kommt dann noch ein schmales Dach hin. Das heißt, jetzt nehmen wir noch ein schmales. So, wo ist denn jetzt die schmale Stufe? Von der Prisma. Hier ist die schmale Stufe. Die nehmen wir mal hier hin. Zack. So, dann kommt die schmale hier drauf. So. Und das hier wollte ich noch ein bisschen kleiner machen. Das heißt, jetzt schlage ich das hier nochmal weg. Mache nochmal einmal den dorthin. Und dann kommt hier nochmal die Treppe hin, dass das so ein bisschen so aussieht. Und dann da die Stufe drauf, wie ich jetzt gerade gesagt habe, dann sieht das so aus. So, jetzt gehen wir hier an die Seiten. Einmal kurz das weg. So. Dann nehmen wir jetzt hier einmal den Stein, Ziegelstein, und machen jetzt von da aus 1, den zählen wir mit, 1, 2, ne, den zählen wir nicht mit, jetzt so zählen wir mit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, dann könnt ihr hier einmal nochmal die Bordüre machen, zack, und dann macht ihr die Stufen genauso lang, wie wir das jetzt hier gemacht haben mit den 11er, natürlich aber so rum, dass das auch passt. So, zack. Und dann müsst ihr gucken, wo sind wir jetzt hier? Das muss weg. So, und dann könnt ihr hier, das hier bleibt erstmal so. Hier macht ihr das Dach erstmal so, wie wir das jetzt gemacht haben. Verlängert ihr das jetzt, diese 11 Steine. Zack. Und immer so weiter. Dann haben wir hier schon mal das Dach. Das wird ja noch ein bisschen verlängert oder verkürzt, je nachdem. Aber dass wir jetzt hier schon mal eine Masse angebaut haben. So, komplett einmal zubauen. Fertig. So, das nächste. Wir nehmen jetzt einmal wieder unseren Sandstein. Jetzt nehmen wir hier, lassen wir einen frei, machen dort zwei Stück hin, einen freilassen, zwei Stück dahin, einen freilassen, zwei Stück dorthin. So, dann nochmal zwei da drauf, da drauf, da drauf. Dann nehmen wir einmal und brauchen wir einmal, wo ist es? Einmal die glatte Stufe. Die nehmen wir jetzt eben kurz, zack. Und die kommt jetzt aber überall oben drauf. Das heißt, jetzt hier kommt die glatte Stufe drauf. So. Und dort auch überall. So. Hier, dort und so. Das mache ich dann später. Dann sieht das, so müsste das dann aussehen. So, jetzt gehen wir auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir folgendermaßen, jetzt haben wir hier diesen Zweier gemacht. Jetzt übernehmt ihr die Höhe. Müsst du einmal ein bisschen so machen. Und dann gehen wir jetzt so entlang. Und diese Höhe. Nein, das ist die Höhe nicht. Diese Höhe müssen wir annehmen. Diese Höhe. Die Außenhöhe. Genau. Da haben wir ja diesen Zweier gebaut. Hier fängt das ja an. So. Zeige ich euch nochmal. So war das ja vorher. Und diese Höhe übernehmen wir dann. Von dieser Höhe aus geht der so entlang. Zack. Genauso hoch muss der Turm sein.
Jetzt mal die Zweier wieder dahin. So. Also da, wo jetzt hier die Stufen sind, seht ihr ja, wo wir sind. Da, wo der Anfang ist von diesem Treppchen. Das ist die Höhe. Wo wir jetzt hier von da aus so entlang gehen. Und dann haben wir hier die Höhe vom Türmchen. Das haben wir auf der anderen Seite nochmal. Zeige ich euch das nochmal. So. Da ist ja hier, fängt das ja an. Diesen Stein übernehmen wir dann, wo es anfängt. Zack, so entlang. Und Palm ist das die Höhe. So, jetzt machen wir, wenn wir das gemacht haben, die Burg jetzt so hoch gebaut haben, dann sieht das so aus. Dann baut ihr das innen drin hier auch aus. Und dann gehen wir folgendermaßen vor. Ihr nehmt jetzt einmal hier den Sandstein wieder. Dann macht ihr hier dort einen hin, da drauf, davor, da drauf. So, dann haben wir den Zweier. Den lassen wir frei. Das gleiche machen wir hier, freilassen. Da, vor, da drauf. Hier auch, davor, da drauf. Dann sieht das so aus. So, in die Ecke machen wir noch nichts. Ihr geht jetzt wieder so rum, dass wir wieder das gleiche hier haben, das gleiche Bild. Das heißt hier beim Dreier, zack, zack, freilassen, zack und zack. So, hier in der Ecke noch nichts. Wir gehen jetzt wieder rum. Das ist dann leichter, wenn wir jetzt immer die geraden Seiten erst machen. So, so, so. Dann wieder auf geraden Seiten. Auf die gerade Seite. Meine Fresse, habe ich heute wieder Versprecher. So. So. So, jetzt können wir hier in die Ecke hingehen. Das heißt jetzt, ihr haut jetzt hier einen davor, da drauf, den weg. Und dann da drauf. Zack. Dann haben wir hier einen Zweier. So, das gleiche hier auch wieder. So, zack. Patsch. Den weg, da drauf, fertig. Dass wir immer die Spitze haben, dass wir das genau hier die Spitze treffen. Dann brauchen wir nur hier drauf machen. Davor, den wieder weg, den da drauf und dann haben wir wieder den Zweier hier. Und der letzte, zack, 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 fertig. Dann haben wir das so gebaut. Jetzt nehmen wir unseren dunklen Prismastein und machen hier erstmal drei Stück dahin. Hier auch drei Stück dahin. Dort drei Stück dahin. Muss mal gucken, ob ich das da auch gemacht habe mit Dreier oder habe ich das direkt davor geknallt. Ne, dann habe ich direkt davor geknallt. Okay, damit ich jetzt nicht durcheinander komme. So, wir nehmen jetzt den Prisma und knallen den jetzt hier vor. Das heißt jetzt hier, nehmen wir den. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann machen wir jetzt hier einer. Ah, hier muss ich auch noch einen Dreier machen. So, dann einer, einer, einer. So, verbinden die jetzt. Zack. So, dann sieht das so aus. Ah, ne, muss ich auch noch machen. So, verbinden. So, dann sieht das so aus. Dann haben wir jetzt hier, genau hier außen, die Dreier gemacht. Dann 1, 2, 3, 4. Dann kommt der nächste Dreier. Dann 1, 2, 3, 4. Wird das verschwommen, wenn ich das bewege? Wegen dem Prisma, ne? Voll komisch sieht das aus. Okay, dann sieht das so aus. Und dann geht das folgendermaßen. Ihr macht jetzt hier vor wieder einen Dreier. Aber den dann höher. So. Hier vor drei Stück, zack. Und drei Stück nach oben. Das gleiche hier auch. Zack, zack. So. Und davor. So, dann sieht das so aus. Und dann macht ihr jetzt die Einer hier hinter. Einer, Einer, Einer. So. Dann wieder einer, einer, einer. Braucht ihr nur hier drauf machen, den da drauf. Zack, zack. So, das gleiche auch. Zack, zack. So, dann haben wir das so. Fertig. Jetzt geht das immer wieder so weiter. Das heißt, jetzt machen wir davor Dreier. Dreier wieder da drauf. Wieder da Dreier. Davor, da drauf, je nachdem. So, davor und da drauf. So, je nachdem. So, dann wieder das gleiche hier wieder. Einer, einer. Und ihr seht, das wird jetzt immer kleiner. Das passt ja, ne? Einer, einer, es wird immer kleiner. So und so. Fertig. Jetzt wieder. Drei Stück davor, drei wieder nach oben. Wieder drei Stück davor, drei nach oben. Davor, nach oben. Davor, nach oben. So. Immer erst die Dreier nehmen. Und dann kommt er dann automatisch hier, zack, zack. Klatsch, klatsch. So und so. Jetzt geht's weiter. Wieder die Dreier. Davor, da oben. Und dann wird das immer kleiner. Und dann haben wir dann irgendwann ein Maß, wo wir sagen, okay,
Das ist die Mitte. So, fertig. Dann wieder. Hier haben wir jetzt den Dreier. Jetzt braucht er jetzt ja kein Einer hier. So machen haben wir ja nicht mehr. Wieder davor. Zack. Seht ihr ja, jetzt wird das so klein, dass jetzt nur ein Quadrat entsteht. So, dann haben wir hier, dass er so aussieht. Dann haben wir das so. Dann können wir in der Mitte noch einen hinmachen. Patsch. Dann sieht das so aus. So, damit das jetzt noch ein bisschen zur Geltung kommt, nehmen wir jetzt hier, wo die Dreier sind, machen wir jetzt überall ein noch davor. Zack, zack, zack. Auf der anderen Seite auch. Genau in der Mitte vom Dreier. Da einen hin, dort einen hin, da, da, da. Da wieder. Zack, 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 zack. Und hier auch wieder. Pam. So. Dann haben wir das so. Okay. Dann nehmen wir, könnt ihr euch aussuchen, was ihr nehmt als Spitze. Ich habe jetzt ein braunes Holz genommen. Ihr könnt auch ein Eisenstab, ich weiß nicht. Ich nehme erstmal braunes Holz, was ist ein bisschen, wie ich schon sagte, was mich ich mag, ne? So, eins, zwei. Dann haben wir das so. Und jetzt müssen wir folgendermaßen was machen noch. Jetzt nehmen wir einmal die Stufe. Und die Stufe kommt jetzt einmal hier vor. So, genau das gleiche Prinzip. Erstmal die geraden Seiten. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Gerade. Und wieder gerade. Und wieder gerade. So. Jetzt haben wir hier diese Einer in der Mitte, die Einer hier. Also die Zweier, wo das so an der Spitze ist. Und dort macht ihr die Stufe genauso, wie man das sieht. Wenn ihr das jetzt noch von so aus guckt, nach vorne, machen wir auch diese Stufen jetzt nach vorne. Zack. Wenn man jetzt so guckt, ist das egal. Dann gehen wir auf der Seite das gleiche auch hier. Ihr guckt nach vorne und dann wird das auch hier an den Spitzen so nach vorne, so nach vorne. So, dann haben wir das hier alles soweit fertig, dass es so aussieht. Jetzt machen wir die Stufen nochmal einmal hier hin, aber jetzt in diese Richtung, dass es so aussieht. Zack. 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 Und dann auch wieder das gleiche Prinzip. Ihr guckt ja hier jetzt von vorne. Und dann machen wir hier auch vorne. Von vorne. Dann gehen wir auf der anderen Seite. Dass wir jetzt hier wieder diesen Blickwinkel haben. Dahin. Dorthin. Dahin. Da. Und hier. So. Wieder andersrum drehen. Zack. Dort. Hier. Dort. So. Dann drehen wir uns wieder rum. Zack, wieder gerade und dann wieder dahin, dorthin, dahin und dorthin und dahin. So, dann sieht das so aus. Alles super. Und dann nehmen wir einmal unsere Stufe und die kommt jetzt hier oben drauf noch. Zack, jeweils die Stufe oben drauf. Und dann haben wir hier das erste Türmchen schon fertig. So, zack. Hier einmal ein Pudding. Und dann haben wir das hier auch soweit. Puh. Ja, was müssen wir denn noch machen? Achso, jetzt kommt noch Folgendes. Jetzt müssen wir noch einmal hier nehmen wir. Brauchen wir einmal einen Block. Das heißt, jetzt brauche ich jetzt einen Sandsteinblock. Flutsch. Und dann machen wir jetzt hier. Einen lassen wir frei. Zwei Stück. Einen lassen wir frei. Und ne, wir machen einen hier frei. Das habe ich, glaube ich, so aufgeteilt. Einen lassen wir frei. Zwei Stück hin. Zwei freilassen. Zwei Stück. Zwei freilassen. Zwei Stück. Zwei freilassen. Zwei Stück. Zwei Stück. Immer zwei freilassen und zwei hinbauen. Zack. Und zack. So, hier ist ein Dreier. Das machen wir jetzt auch als Dreier zu. Da macht man noch einen hier hin. Dann machen wir noch einen hin. Wir machen jetzt eine Stufe. Das heißt jetzt hier, zack, zack, dass es so aussieht. Dass wir jetzt sagen können, hier ist 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, dann macht er hier ein Loch rein. 1, 2, Loch. Dann sieht das so aus. Ist das zu hoch? Nein. Okay. So, dann nehmen wir einmal hier wieder, hier müssen wir auch zwei Stück nehmen. Zwei Stück nach oben jeweils.
Bium, bium. Fertig. Dann nehmen wir einmal unsere glatte Steinstufe. Die kommt auch jetzt oben drauf, ne? Patsch, patsch, patsch. So, dann haben wir das. Ist das zu hoch oder zu niedrig? Ne, das passt, ne? Ja, das ist so. Okay, so sieht das dann aus. Und jetzt müssen wir noch einmal eine Steinstufe hierhin machen, dass das jetzt nicht so angefressen aussieht. Kommt jetzt hier jeweils noch mal eine Steinstufe, da wo es frei ist, kommt noch eine drauf, damit es noch ein bisschen zur Geltung kommt. So, dann haben wir das so gebaut. So, das war es jetzt erstmal wieder. So, bevor ich das noch beende, habe ich noch Folgendes. Ich habe mir gerade noch mal angeguckt, das kann ich ja alles noch reinquetschen in dem Video. Das finde ich noch ein bisschen zu kurz. Ich habe in meinem Original nochmal geguckt, das ist ein bisschen zu kurz. Das sieht vom Weiten nicht so prickelnd aus. Wir verlängern das um 1. Das heißt jetzt, ich zeige euch das jetzt hier kurz. Das klatsche ich jetzt in das Schnall, schnippel ich natürlich so. So, dann sieht das hier so besser aus, wenn wir das verlängern, ne? Also wir machen das so, dass wir jetzt um 1 Stein verlängern. Das ist ja einfach simpel gemacht. Ihr seht ja, wie ihr es gebaut habt. Dann müsst ihr einfach nur den wegmachen. Verlängert um 1 Stein. Das andere bleibt alles so. Ihr verlängert nur um 1 Stein. Und da macht ihr dann die Stufe wieder dahin. Zack, zack, zack. Dann von dieser Richtung wieder gucken. Gerade. Flatsch. Und aber von der Richtung, ne? Ne, von da Richtung. Da. Zack. Also um 1 nur verlängern, damit das hier auch besser zur Geltung kommt. Seht ihr ja, das sieht ein bisschen besser aus. Als würde das so angefressen aus. Das war zu kurz. Das muss schon ein bisschen länger sein. Dann sieht das auch wie ein Türmchen aus. Also das war noch kleine Änderung. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns dann wieder. Jetzt sehen wir uns aber wirklich wieder erst. Je nachdem, wenn wir wieder weiter sind mit dem Projekt. Yeah!